Rüsselsheim auf der A8, in Fahrtrichtung Stuttgart. Wir haben hier einen Gefahrgutaustritt aus einem Stückgut-LKW. Ist der IBC-Behälter weggeschlagen. Der Behälter war mit 1000 Liter beladen oder gefüllt. 500 Liter davon sind ausgelaufen. Das ist die Lage, wo wir alarmiert worden sind. Das Ganze war um 6.30 Uhr. Die allerersten Maßnahmen waren, wir haben erstmal um das Fahrzeug rum das auslaufende Medium eingedämmt. Wir haben die Personen versorgt, die wo den LKW gesteuert haben. Des Weiteren haben wir Plane untergezogen, dass einfach keine weiteren Flüssigkeiten mehr auslaufen. Dass wir das eindämmen können. Dann haben wir den auslaufenden IBC-Behälter abgedichtet. Das waren die ersten Maßnahmen. Die Problematik war, dass relativ viel von der Flüssigkeit auch bereits auf der Fahrbahn war. Wir haben die Fahrbahn auf ca. 400 Meter ist die Flüssigkeit verfahren gewesen. Genauso war auf dem Parkplatz eine Spur, auch das war verfahren. Bis das alles aufgenommen wurde, das hat unheimlich Zeit gebraucht. Die Feuerwehr ist mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Von der Feuerwehr Leonberg, Sindelfingen und der Führungsgruppe von Landkreis Böblingen. Des Weiteren war auch die Feuerwehr Bundesheim vor Ort natürlich hier als zuständige Feuerwehr. Und die Feuerwehr Pforzheim durch eine Fehlmeldung war auch die Feuerwehr Pforzheim mit alarmiert. Die abschließende Maßnahme sind jetzt noch die Fahrbahn zu reinigen, eine Innenreinigung durchzuführen. Und dann werden wir in Kürze die Fahrbahn freigeben und der Einsatz spenden. Wir sind hier jetzt heute für diesen Gefahrguteinsatz mit 10 Regelrettungskräften aus dem Regelrettungsdienst und 20 Rettungskräften aus den Ortsvereinen Leonberg, Gutesheim, Weissach und Renningen vor Ort. Wir haben bei diesem Einsatz 2 Patienten zu versorgen, die in direkten Kontakt mit dem Gefahrgutstoff gekommen sind. Wir haben 41 Betroffene, die wir zu versorgen haben, die jetzt diese Stunden hier in der Kälte gebracht haben. Und das wird über die Ortsvereine eingedeckt. Wie schon eben gehört, ist ja eine relativ große Strecke hier betroffen, so dass jetzt auch die gesamte Rastplatzanlage evakuiert werden musste, so auch die Fahrer nicht mehr in den Fahrzeugen bleiben konnten und dann eben draußen in der Kälte versorgt werden. Eine
für uns beide. Also ich glaube, ich setze mal.